In einem verwunschenen Wald lag ein glitzernder See. Doch nun ist er ausgetrocknet und die Tiere leiden unter Durst. Was ist nur mit dem See passiert? Wir müssen herausfinden, warum er ausgetrocknet ist und wie wir den Tieren helfen können. Seltsame Maschinen wurden aufgestellt und entnehmen das Wasser aus dem See. Seitdem ist ein unheimliches Summen und Knirschen zu hören. Das müssen wir untersuchen. Woher kommen diese Maschinen? Wir sollten der Spur des Summens folgen. Herr Bürgermeister, wir müssen mit Ihnen sprechen. Der See in unserem Wald ist ausgetrocknet und die Tiere leiden. Wir haben herausgefunden, dass Maschinen das Wasser entnehmen. Das müssen wir stoppen. Maschinen, die Wasser entnehmen? Davon wusste ich nichts. Wer betreibt diese Maschinen? Wir wissen es nicht genau, aber sie verursachen ein unheimliches Summen und Knirschen. Der Wald stirbt. Die Maschinen müssen sofort gestoppt werden, damit das Wasser zurückkehren kann. Ihr habt recht. Wir müssen sofort handeln. Ich werde die Genehmigungen überprüfen und die Verantwortlichen zur Rede stellen. Danke, Herr Bürgermeister. Nein, danke euch, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. Gemeinsam können wir den See und den Wald retten. Wenn wir alle zusammenarbeiten, können wir den Wald retten. Ja, und den See auch. Dank der gemeinsamen Anstrengung von Lisa, Tom, den Tieren, kehrt das Wasser langsam in den See zurück und der Wald erwacht wieder zum Leben. Wir haben es geschafft. Der See ist gerettet und die Tiere sind glücklich. Gemeinsam können wir die Natur schützen und bewahren, was uns allen wichtig ist. Ein See im Wald ist am Vertrocknen. Die Tiere des Waldes leiden an Durst. Grund dafür ist der Klimawandel, aber auch der Mensch, der für seine Städte und Dörfer jede Menge an Wasser benötigt und dabei Flüsse und Seen abzapft. Wie kann der Mensch vernünftig Wasser sparen, um dies möglichst zu vermeiden? Hier ein paar Tipps. Nütze wassersparende Duschköpfe und Toilettenspülungen. Hier gibt es oft die Wasserspartaste. Lasse beim Zähneputzen oder Händewaschen den Wasserhahn nicht laufen. Weniger duschen und baden. Das heißt nicht, dass du dich nicht mehr waschen sollst. Das ist natürlich wichtig. Aber je nachdem, wie alt du bist, musst du dich vielleicht nicht jeden Tag duschen. Es sei denn, du hast jeden Tag Sport und schwitzt viel. Dann ist das was anderes. In einer vollen Badewanne befinden sich 120 bis 150 Liter Wasser. Ein Bad sollte man sich daher nur ganz selten gönnen. Sammle Regenwasser, stelle bei Regen kleine Behälter auf, um Wasser für Pflanzen zu sammeln. Gieße Pflanzen morgens und abends. Wenn es kühler ist, verdunstet weniger Wasser. Vermeide kleine Wasserpools und Planschbecken. Ein kleiner Aufstellpool oder ein Planschbecken mit einem Durchmesser von 3 bis 4 Meter und einer Tiefe von etwa 1 Meter kann etwa 5.000 bis 10.000 Liter Wasser fassen. Eine Dauerkarte fürs Schwimmbad ist hier wesentlich umweltschonender. Kauft clever ein. Wusstest du, dass die Produktion von Nahrungsmitteln richtig viel Wasser verbraucht? Für die Herstellung von einem Kilogramm Mehl werden beispielsweise 1500 Liter Wasser verbraucht. Für ein Steak sogar ganze 15.000 Liter. Deshalb ist ganz wichtig, dass man nicht massenweise Lebensmittel kauft, die man vielleicht gar nicht alle essen kann und am Ende wahrscheinlich wegschmeißen muss. Das ist so, als wenn man mehr als 1000 Liter Wasser einfach so aus dem Wasserhahn laufen lassen würde. Verschwendet man also Essen, verschwendet man gleichermaßen Wasser und Geld. Das sind nur einige Maßnahmen, um Wasser zu sparen und die Umwelt zu schützen. Auch Tiere, die in die Stadt kommen, weil sie in der Natur kein Wasser mehr finden, können wir helfen. In heißen Sommertagen kannst du Tieren ebenfalls etwas Gutes tun. Wenn du flache Wasserschalen im Garten oder auf dem Balkon aufstellst. Hier können Vögel und auch Insekten ihren Durst stillen. Wichtig ist, egal ob Futterstelle oder Wasserschale,
regelmäßig reinigen. Sonst können sich darin Krankheitserreger ausbreiten. Um Tieren das ganze Jahr über zu helfen, können Gärten und Balkone tierfreundlich gestaltet werden. Insekten freuen sich zum Beispiel über eine hohe gewachsene Wiese mit Wildblumen oder heimischen Pflanzen im Blumentopf. Igel verbringen den Winter gern in einem Haufen aus Holz, Reisig und Laub. Bitte Wildtiere nicht füttern, dazu raten Naturschutzfachleute. Denn oft gefährdet man Tiere durch das Füttern, statt ihnen zu helfen. Durch nicht artgerechtes Futter können die Tiere krank werden. Grundsätzlich gilt, je natürlicher der Garten, desto wohler fühlen sich Tiere. Und man kann dort das ganze Jahr über viele Tiere beobachten.